Hi, Veronika ist hier. Gut, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich. Schön, dass du einschaltest. Jetzt haben mich mehrere Leser und Videoschauer gefragt, also Zuschauer, ob ich nicht weitere Rezepte empfehlen kann. Ich habe da noch ein paar. Ich habe letztens was Schönes ausprobiert. Ein schönes Rezept mit Zimt. Und außerdem ist auch Zimt für den Fettabbau gut, ist allgemein bekannt. Deswegen zeige ich dir kurz mein Rezept, was sehr klein, aber fein ist meiner Meinung nach. Also sehr lecker, finde ich auf jeden Fall. Vielleicht schmeckt es dir dann auch so gut. Und möchte dir kurz anhand eines kleinen Beispiels bzw. in vereinfachter Form erklären, was es mit Zimt und dem Fettabbau auf sich hat. Wenn du weitere Infos zum schnell Abnehmen haben möchtest und deinen Körper definieren möchtest, dann fordere meinen kostenlosen Crashkurs an. Unten in der Videobeschreibung ist der Link dazu. Ja, kommen wir zu meinem Rezept. Ich habe letztens ausprobiert, in mein Rührei Zimt reinzutun, anstatt von Pfeffer. Es hat mir wirklich sehr gut geschmeckt, passt ja jetzt auch gut zu Weihnachten. Vielleicht magst du es ja auch jetzt zu Weihnachten ein bisschen mehr Zimt nehmen. Und wenn Zimt auch gut für den Fettabbau ist, also warum nicht auch ins Ei reintun, habe ich mir gedacht. Woher kommt überhaupt Zimt? Zimt kommt vom Zimtbaum, ist ein tropischer Zimtbaum. Das ist eben die Rinde dieses Baums. Also die äußere, die innere wird entfernt und die äußere wird eben getrocknet und eben als Zimtstangen dann weitergegeben an die westliche Welt wie uns. Und wir mahlen das eben. Also ich habe hier auch immer frisches Zimt. Das ist aus einem kleinen Lädchen, die das wirklich auch immer ganz frisch mahlen. Am besten holst du es wirklich immer aus den Läden, wo es frisch ist, nicht aus dem Supermarkt, oder mahlst du selber zu Hause. Zimt und Fettabbau. Also allgemein bekannt ist oder aus wissenschaftlichen Studien wurde auch herausgefunden oder wissenschaftliche Studien haben herausgefunden, dass Zimt den Blutzuckerspiegel bis zu 29% senkt und auch dafür eben den Blutzuckerspiegel kontrolliert. Blutzuckerspiegel, ja okay, was ist das denn? Also, wir haben ja circa 7 Liter Blut bei uns im Körper und davon circa nur 6 Gramm Zucker. Zucker benötigen wir, um eben Energie bereitzustellen für unser Gehirn und überhaupt für unseren Apparat, damit alles läuft. Da ja 6 Gramm Zucker sehr wenig ist, müssen wir also auch durch Nahrung oder sonst irgendwas uns Energie zuführen, damit wir immer genügend Zucker bereitstellen für unseren Körper. Generell wurde herausgefunden, dass es immer ganz gut ist, einen konstanten Blutzuckerspiegel zu haben für den Fettabbau. Also dann lagert man nicht so schnell Fett ein. Ich erkläre dir das jetzt vereinfacht an mit meiner Erklärung, weil ich denke, vielleicht interessiert es nicht jeden, das so biologisch zu erklären. Wenn du aber möchtest, dass ich dazu nochmal ein extra Video mache, das nochmal genauer erkläre, dann schreib das unten in die Kommentare, dann mache ich dazu nochmal ein extra Video. Also, es wurde generell gesagt, dass ein relativ konstanter Blutzuckerspiegel am Tag gehalten werden soll, um eben nicht Fett einzulagern. Ja, das heißt, ein zu niedriger Blutzuckerspiegel ist auch nicht gut, weil wir dann nicht genügend Energie für unser Gehirn bereitstellen können. Also es kann keine Energie bereitgestellt werden, wo wir da eben, oder kein Zucker ist eben vorhanden, wo wir das rausziehen können, unsere Nerven. Und das signalisiert eben unserem Körper, dass wir eben Hunger auf Süßes haben. Also es ist häufig der Fall, dass wir dann sagen, okay, das Gehirn merkt, da ist kein Zucker, keine Kohlenhydrate sind im Blut. Ich brauche Energie und dann haben wir Heißhunger. Und dann kommen eben diese ganzen blöden Taten, wo man dann schnell zu irgendeinem Schokoriegel greift, obwohl man den eigentlich gar nicht essen möchte. Genau, sehr kohlenhydratreiche Nahrung erhöht den Blutzuckerspiegel extrem, weil wir eben viel Kohlenhydrate aufnehmen. Und dann haben wir eben ein Hormon bei uns. Also das beruht auf dem Regelkreislauf und zwei Hormone sind eben dafür verantwortlich und ein Hormon, das Insulin, ist eben dafür verantwortlich, den Blutzuckerspiegel zu senken. Das heißt, wenn wir sehr viele Kohlenhydrate aufnehmen,
wird sehr viel Insulin ausgeschüttet, weil er diesen Blutzuckerspiegel eben senken möchte. So, das Problem ist aber, wenn zu viel Insulin in der Bauchspeicheldrüse ausgeschüttet wird, signalisiert das unserem Körper, dass genügend Zucker und Energie im Umlauf ist, bei unserem Körper. Und das bedeutet, dass er nicht an seine Fettreserven geht, um Energie daraus zu ziehen. Also das heißt, auch kein Fettabbau möglich ist, wenn zu viel Insulin ausgeschüttet wird. Deswegen sagt man nicht zu hohen Ausschlag des Blutzuckerspiegels nach oben, weil dann eben Insulin ausgeschüttet wird und Fettabbau gehemmt wird. Wenn jetzt aber Zimt ins Spiel kommt und das zusätzlich noch unseren Blutzuckerspiegel senkt, was ja herausgefunden wurde durch Studien, dass es der Fall ist, dass Zimt den Blutzuckerspiegel senkt, dann wird auch nicht so viel Insulin ausgeschüttet in unserer Bauchspeicheldrüse. Und das heißt, der Körper geht schneller an seine Fettreserven und es wird Fett abgebaut. Deswegen sagt man eben, Zimt ist gut für den Fettabbau. Deswegen tue ich das jetzt, also auch weil ich es wirklich sehr, sehr gerne mag, immer in sämtliche Speisen, also in Hüttenkäsetüß rein, in Kaffee jeden Morgen, in mein Rührei jetzt auch neuerdings. Und wo tue ich noch rein? Hüttenkäse? Eigentlich überall, wo ich es reintun kann. Tee manchmal auch, in meinen grünen Tee. Ja, wenn du magst, das mal auszuprobieren und dir es schmeckt, dann schreib mir mal, ob es dir gefallen hat. Ja, mein Rührei mache ich auch immer mit meinem Dampfgarer. Den kennst du ja schon. Ich zeige dir den auch nochmal. Hier ist mein Dampfgarer. Und hier habe ich eben schon meine Eier hier vorbereitet. Rührei. Also ich habe jetzt 4 Eier reingetan. Und 2 Eigelb. Das heißt, 2 habe ich weggetan. Und tue da jetzt eben mein Zimt rein. Yummy. So, und dann verrühre ich das. Riecht auch schon gut. Das kommt jetzt gleich 10 Minuten in meinen Dampfgarer hier rein und dann werde ich das dann gleich mit einem leckeren Pumpernickel essen. Also gleich zeige ich dir auch nochmal, was daraus geworden ist. Ja, weitere Tipps bei meinem Crashkurs unten jetzt in der Videobeschreibung auf den Link klicken und dich jetzt eintragen zu weiteren Infos zu schnellem Abnehmen und wenn du den Körper definieren möchtest. So, mein Rührei ist jetzt auch schon fertig. Es ist ein bisschen härter geworden. Ich mag es lieber, wenn es so ein bisschen flüssig ist, als ich wollte. Ich habe es ein bisschen zu lang drin gelassen, also manchmal auch weniger als 10 Minuten. Ich zeige es dir. So sieht es jetzt aus. Lecker mit Zimt. Also ich mag das wirklich sehr, sehr gerne. Mit meinem Dampfgarer. Geht ganz schnell, brennt nicht an. Bei der Pfanne musst du immer dabei sein. Deswegen wünsche ich dir jetzt auch einen guten Appetit. Ich esse das jetzt. Und denk an meinen Crashkurs unten jetzt eintragen. Okay, dann noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video.